Hallo Leute, ihr habt gerade gesehen, wie Miki in ihrer Dusche geduscht hat, die ich für sie gebaut habe. Jetzt werde ich für alle, die es interessiert, unter euch erklären, wie ich das gemacht habe. Und zwar, die Dusche selber besteht aus einer Zimmerbrunnenpumpe, einer ganz normalen Schale oder Dose und einem beweglichen Schlauch. Eine Zimmerbrunnenpumpe kann man im Internet bestellen, die gibt es schon für unter 5 Euro. Den passenden Schlauch dazu, da muss man natürlich gucken, welchen Anschluss die Pumpe hat, kann man gleich dazu bestellen. Und ich habe jetzt hier einfach eine Haribo-Dose genommen und habe da zwei Löcher reingemacht. Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Unten ist die Zimmerbrunnenpumpe. Da sieht man auch, dass das andere Ende von dem Schlauch zugemacht wurde. Ich habe das mit so einem Doppen gemacht. Man kann das auch aber auch einfach mit so einem Kabelbinder zumachen. Und in dem Schlauch selber sind oben ja eigentlich 4 Löcher. Das eine ist leider zu drin und durch den Druck der Zimmerbrunnenpumpe wird es halt so rausgestrahlt. Am Anfang hatte ich nur die Dusche so stehen und es spritzt nun mal sehr. Daher habe ich von meiner Mutter eine alte Tortenform genommen und habe in den Kranz, wo eigentlich der Deckel drauf kommt, eine Windradfolie wie so eine Duschkabine aufgebaut. Das ist eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!